So, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz und auf Wunsch von Sascha Obradovic geben wir heute ein bisschen Gas. Ready to talk for half an hour. Sag mir, sitzt das. Ich erzähle dabei mal weiter. Also das Spiel ist 78-82 ausgegangen für Alba Berlin. Ich darf beide Trainer begrüßen, die anscheinend schon ein bisschen ihren Spaß haben hier. Unseren Trainer Michael Koch und Sascha Obradovic von Alba Berlin. Coach, your game statement, please. As predicted, was a very hard game, you know. Like, and I think in one hand was very intensive, you know. Like, I think with the people see, you know, good basketball, good, you know, like also scores, you know. Like, I would say. For us, was much more pressure, and you could see this in our execution and opposite, you know, team execution. You know, like I think, you know, even with many good defense, you know, like defense stops, defensive stops, you know, like they still find a way to score in some, you know, like situations or also impossible shots. And that's why, you know, for me, usually you lose the game if you score, you know, like the way they score. But I mean, you should give a credit also to, you know, like first, you know, to Mike, you know, he prepared the game very good, you know, and he knew what to attack. As I said, you know, for me, my team, you know, like we are in this process of, you know, finding the right chemistry, you know, like for the playoff, and I think we are getting better and better. Dankeschön. Mike, dein Statement bitte. Ja, Glückwunsch an Sascha und an Alba Berlin zum Sieg heute Abend hier. Was wünscht man sich mehr als Trainer, wenn die eigene Mannschaft in der Situation, in der wir gerade sind, alles aufs Spielfeld schmeißt, was sie hat? Herz, Engagement, Wille, Kampfgeist, all die Sachen, die haben wir heute auf das Spielfeld gebracht. Wir haben physisch dagegen gehalten. Wir waren mental stark, auch in Phasen, wo wir Probleme hatten mit dem Druck, den die Berliner auf uns ausgeübt haben. Kamen immer wieder zurück, haben immer wieder Qualität gezeigt. Und das ist was ich von meiner Mannschaft für die letzten drei Spiele weiterhin sehen möchte. Wir sind im Mittelfeld. Unteren Mittelfeld. Wir haben uns von dem Abstieg am letzten Spieltag oder vorletzten Spieltag befreit. Jetzt kommen Spiele, wo es nicht mehr um sehr viel geht für uns, aber die Einstellung, Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, das war etwas, was mich sehr positiv stimmt. Am Ende hat vielleicht nicht unbedingt die Qualität gewonnen, aber die Quantität. Wir haben einen kleinen Kader und Alba hat am Ende dann geschafft, die Big Shots zu machen. Wir haben immer wieder antworten können, aber der Vorsprung war dann immer 3-4 Punkte und deswegen hat Albers auch nachher sicher nach Hause gefahren. Danke. Gibt es Fragen an Sascha Obradovic? Dann. Gute Hand. Mich auch keiner, oder? Ja. Okay. Dann die Frage: Gibt es Fragen an Mike Koch? Auch keine. Auch keine. Dann kannst du gleich hinterher. Dann beenden wir die Pressekonferenz und noch der Hinweis, wir sehen uns am Sonntag wieder. Dann letztes Heimspiel der Saison, 17 Uhr gegen die S. Oliver Baskets aus Würzburg. Bis dahin, ciao.